Politik ist hart und wir führen eine Politik der kleinen Schritte durch. Also wir müssen halt weiterschreiten, ja? Wird uns auch nicht gelingen. Voraussetzung, um überhaupt erstmal so eine Genehmigung für Medizinalcannabis aus der Apotheke zu erhalten, ist natürlich vorher sämtliche schulmedizinischen Möglichkeiten durchzuhaben. Das heißt, so blöd es klingt jetzt, aber ich musste mich wirklich tatsächlich vorher erstmal ein halbes Jahr mit sonstigen Chemiekeulen zupumpen und nachweisen, dass mir diese Scheiße, sage ich jetzt einfach mal so, nicht hilft, bevor ich überhaupt den Antrag stellen konnte. Also helfen können nur alle zusammen. Das habe ich heute wieder gesehen. Wir waren am Podium vertreten durch Leute von der Ärztekammer, durch Leute von der Rechtsanwaltskammer, durch Verbündete von der Apothekerkammer, durch Kollegen von der Universität. Alle zusammen, wenn wir am richtigen Strang ziehen, werden wir es schaffen. Alleine Einzelkämpfertum ist nicht angesagt. Wichtig ist nur etwas, und das ist meine persönliche Überzeugung, dass wir alle zusammenhalten müssen. Das heißt, es müssen die, die man als rekreative Konsumenten bezeichnet, ich sage immer dazu Cannabis Criminalis, ja, die müssen zusammen mit denen, die den Hanf medizinal bekommen, also Cannabis Medicinalis, wir müssen alle zusammenhalten, weil wir haben eigentlich dieselben Probleme. Ob Patient, der sich selbst betreut, also selbst behandelt, oder als Patient, der vom Arzt, von mir behandelt wird, es gibt immer dieselben Symptome, vorwiegend. Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit, überarbeitet sein, Burnout-Problem, Depression. Das können wir alles zusammen mit derselben Substanz bearbeiten. Wir können es verbessern, wir können es vielleicht auch heilen. Reden kann. Wie viele Ärzte? Ja. Es gibt auf jeden Fall zu wenige. Das kann ich sicher sagen. Und es gibt immer mehr, das kann ich auch sagen. Warum? Das ist schön, ja. Weil ich fast täglich von einem Kollegen, einer Kollegin angerufen werde, die mich um Rat fragt, um Hilfe bittet, um Beistand. Oder neulich hat mich eine ganze Gruppe Kollegen angerufen, die haben mich zu einem Vortrag in ihrer Ärztegruppe, in ihrer Bezirksgruppe eingeladen. Also daran sehe ich, dass sich sehr viel tut, dass sich einiges bewegt und dass wir am Zunehmen sind. Also die Gruppe, die aktiv ist, die verschreibt, die Patienten akquiriert,
die mit Patienten spricht, die wird immer größer. Und darum freue ich mich sehr darüber. Es gibt Menschen, die benutzen Cannabis als Medikament und die brauchen das und das ist das einzigste Medikament. Und ich glaube, ihr würdet das erst verstehen, wenn ihr selber krank werdet, wenn ihr leidet. Und ich glaube, erst dann, wenn ein großer Politiker richtig leidet, erst dann wechseln die Gesetze. Ich wünsche niemandem das Leiden, aber hier ja. Aber nur, damit sich das Gesetz endlich mal bald ändert. Weil ich möchte nicht illegal sein. Wir unterstützen hier in Österreich etwas Neues, das es eben noch nicht gibt. Es gibt in Österreich Dronabinol, das heißt, es gibt THC als Medikament. Dieses Medikament gibt es in verschiedenen Formen, in Kapselform, in öliger Tropfenform oder als Lingual, Sublingual Spray Sativex. Das ist schon Status Quo. Jetzt brauchen wir etwas Neues, etwas Besseres, was eigentlich überall da ist, das es schon gibt. Aber dass wir leider, wir Ärzte, noch nicht verschreiben dürfen. Wir dürfen es nicht auf unsere Suchtmittelrezepte draufschreiben, sonst ist es um uns geschehen, sonst werden wir eingesperrt. Okay. Es geht um Flos Cannabis, um die Pflanze Hanf. Darum geht es, um den natürlichen Hanf. Den brauchen wir in der Medizin, den müssen wir in der Medizin einsetzen, daher müssen wir ihn verschreiben und deswegen haben wir eine Petition zusammengestellt. Und ich bitte jeden, der nur irgendwie kann, Sohn, Tochter, Großmutter, Urgroßmutter, alle zu unterschreiben, dann werden wir diese Petition unserer Bundesregierung vorlegen. Ich habe schon Leute gefunden, die uns dabei helfen werden, den richtigen Weg zu unserem Kanzler zu finden.